Wir wollen uns jetzt eine junge Frau anschauen, die auch sehr viel reist und eben mittlerweile auch in Österreich lebt. Racula Stirbatz, ihres Zeichens war sie ein Wunderkind und ist jetzt eine angesehene Pianistin. Geboren in Iași, der zweitgrößten Stadt Rumäniens, lebt sie seit 1994 in Wien und das nicht nur der Musik wegen. Gefällt mir sehr. Es ist einzigartig in Wien. Wahrscheinlich noch in Paris kann man das finden, aber es ist wie eine Zeitreise. Also man erwartet jeden Moment, dass irgendeine große Persönlichkeit aus der Vergangenheit vielleicht reinkommt. So, es ist schon was Besonderes an Wien. Wien ist nach wie vor die Hauptstadt der Musik. Jeder Musiker träumt davon, in Wien zu studieren und ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Es ist auch ein bisschen ein Klischee und es ist nicht immer die schönste, vielleicht sogar die beste Kindheit für ein Wunderkind, weil das Kind hat keine Kindheit in dem Sinne mehr. Also das Kind wird dazu gezwungen, sehr früh, sehr reif zu sein, hat sehr viel Verantwortung, sehr viel Stress. Wenn ich jetzt denke an das, was in den letzten Wochen und Monaten in Rumänien passiert, wir müssen mehr aus unserer Vergangenheit lernen. Und viel bewusster und viel reifer über unsere eigene Zukunft nachdenken und dementsprechend agieren.